Gedanken zum Wochenspruch für den Sonntag nach Ostern, dem Weißen Sonntag, wie er im Volksmund auch genannt wird. Dieser Wochenspruch steht im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel, der 3. Vers. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Hoffen und Harren hält manchen zum Narren. So sagt man, wenn sich eine Hoffnung als Trugbild entpuppt. Ich zum Beispiel hatte die starke Hoffnung, dass wir an Ostern die hohen Corona-Infektionszahlen seit Weihnachten längst überstanden haben. Wie sehr ich mich getäuscht habe. Petrus schreibt von einer Hoffnung, die nicht enttäuscht. Er nennt sie lebendige Hoffnung. Hinter ihr steht nicht nur eine Idee oder ein Wunsch, sie ist nicht nur ein schöner Gedanke, kein Scheck mit einem traumhaften Betrag, der leider nicht gedeckt ist. Nein, hinter der lebendigen Hoffnung steht ein Ereignis. Lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Scheck ist gedeckt, weil Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist, weil das Grab am dritten Tag leer war, bezeugt im Neuen Testament von vielen Zeugen. Lebendige Hoffnung tröstet, trügerische Hoffnung enttäuscht. Getröstet denke ich zurück an die Zeit, als meine Mutter im Sterben lag. Bei einem der letzten Besuche an einem Weißen Sonntag erzählte ich ihr von der Sonntagspredigt, die ich gerade gehört hatte. Sie ging damals über diesen Wochenspruch und die darauf folgenden Verse. Sie handelte von der lebendigen Hoffnung, die Jesus der Auferstandene schenkt, an den meine Mutter glaubte. Sie hörte damals klar und aufmerksam zu. Wenige Tage bevor ihre Sinne durch das starke Schmerzmittel immer mehr wegdämmerten und sie schließlich verstarb. Verstarb mit lebendiger Hoffnung. Lebendige Hoffnung tröstet die Hinterbliebenen. Sie bedeutet Trost und Freude für die Heimgegangenen. Deswegen endet der Bibelabschnitt, mit dem unser Wochenspruch beginnt, mit einem Satz über die Freude. Petrus schreibt: Ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Eine frohe zweite Woche nach Ostern wünscht Pfarrer Dirk Griesbach aus Weißenstadt.